Wisst ihr, was ich gar nicht verstehe? IKEA. Also versteht mich nicht falsch. Guck mal, Apple, Samsung, die nennen alle ihre Geräte irgendwie so iPhone XS Max, Samsung Galaxy S. Oh, keine Ahnung, ich besitze sowas nicht. Und dann kommt IKEA. Und nein, die nenne ich ihren Schrank Super Multifunktionsschrank mit 370 Fächern XS Quadrat isolierbar. Die nennen das Ding halt dann einfach Alex. Yo Leute, was geht ab? Ich bin's wieder, euer Alex Spiel TV. Heute wieder mit einem neuen Video. Ja, Mann, Bro, Digga. Alex, Alter. Alex, was geht? Als wärst du dein Kollege, Mann. Yo, Bro, Alex, was geht, Digga? Wie lief Urlaub, Mann? Bist du ein bisschen braun geworden, oder? Ich mein, Digga, wenn ich so ein Ding aufbaue, wie soll ich mir das Ganze vorstellen? Bro, ich hab gar keinen Bock mehr hier zu sitzen, Digga. Lass mal irgendwas starten. Ruf mal Thomas an, frag, ob er Bock hat, was zu machen. Ja, passt. Ich ruf ihn an. Ja, frag einfach mal. Hallo! Bro, was geht, Alter? Hast du Bock, heute was mit uns zu starten? Ja, nee, Bro, heute ehrlich schwer, Mann, Digga. Was musst denn du machen, Digga? Wir haben Sonntag. Ja, Dings, ich muss noch andere Geräte aufbauen. Ah. Ja, okay, ja, alles klar. Und, was hat er gesagt? Kommt er mit? Nee, ich glaube, der ist mit seiner Oma unterwegs oder so. Naja, und damit wünsche ich euch heute einen angenehmen und extravaganten Start in dieses wundervolle und extravagante Neue. Heute ist ein kleiner Kindheitstraum für mich in Erfüllung gegangen. Und zwar habe ich meine Zellulite entfernen lassen. Guck mal, versteh mich nicht falsch, wirklich. Zellulite, Mellulite. Und wenn du damit unzufrieden bist, dann mach's halt weg. Oder keine Ahnung, oh, krumme Nase, Mann. Komm zu mir, ich mach Nase wieder gerade. Nee, wirklich, alles cool, ich kann dazu nichts sagen, aber was ist denn bitte Kindheitstraum? So, als würdest du schon mit 4 Jahren zu dir denken, boah, Mann, Alter, wenn ich irgendwann mal 21 bin, dann will ich unbedingt meine Zellulite entfernen lassen. Oder mit 4 habe ich im Kindergarten geweint, als jemand mein Spielzeugauto weggenommen hat. Dafür musste ich erstmal eine Einverständniserklärung unterschreiben und dann ging es auch schon ins Behandlungszimmer. Dort musste ich mich erstmal nackig machen. Ja, aber trotzdem... Viel Glück oder gute Besserung oder keine Ahnung, was man dazu sagt. Und am Anfang vom Semester darf nur ein Termin wichtig sein, und zwar der Termin, wo ihr beim Apple Store euer neues MacBook, euer neues iPhone oder eure neuen AirPods abholt. Bruder, das ist genau so ein Held, Digga. Das ist genau so ein Held. Es darf nur ein einziger Termin wichtig sein. Ja, Mann, Digga, weil ich auch wirklich am Anfang von jedem meinem Semester ein neues MacBook, ein neues iPhone und ein neues iPad hole. Ich habe ja sonst nichts Besseres zu tun. Frag mich eigentlich, was macht der Typ am Ende des Semesters? Und vergesst bitte den Stoff gründlich in den Sommerferien immer zu wiederholen, denn der Übung macht den Meister. Ich wünsche euch was. Alter, wiederholen, wiederholen, Digga. Ich habe keinen Bock mehr, Mann. Endlich ist das scheiß Semester vorbei, Alter. Schmeißt du das weg? Guck mal, no joke, den einzigen Termin, den ich in meiner Uni nicht vergessen darf, ist Semesterbeitrag zu überweisen. Jedes Mal. Ich studiere schon seit 5 Semestern in meiner Uni und jedes Mal habe ich den Semesterbeitrag zu spät überwiesen und jedes Mal musste ich 25 Euro zahlen. Ja, aber Digga, die schicken halt auch keine Erinnerung, Mann. Die schicken erst Erinnerung, wenn es schon zu spät ist. Ja, Mann, Alter, cool, danke, Mann. Das ist genau dasselbe, wie wenn von meinem Nachbar das Haus brennen würde, ich ihn aber erst später anrufen würde. Dann müssen wir mal den Jürgen anrufen. Jürgen, der Hanna, du alte Sau, Alter. Was geht ab, wo bist? Oh, Hans, dass ich die Mann am Telefon hab. Lang nichts mehr gehört. Ja, bin grad bei meiner Oma. Ist alles zu Hause in Ordnung, oder warum rufst du an? Ja, nee, alles super, alles top. Aber hab grad gesehen, dein Haus. 5 Stunden lang hat's gebrannt. War super Feuer, alles top. Aber ich wollte dir mal kurz Bescheid sagen. Ist okay, oder? Große Fix, Hans. Ich war nur 5 Stunden weg bei meiner Oma. Hab Druck eingerichtet. Warum hast du nicht früher Bescheid gesagt? Ist okay. Unterwegs auf Deutschlands Straßen. Also bis jetzt ist alles in Ordnung, Digga. Der Typ hält gut Abstand, der links ist auch noch voll okay. Was kann denn hier noch falsch passieren? Blinkt sogar. Den ersten BMW, den ich blinken gesehen habe. Ja, genau. Immer schön rein ins kleinste Loch, Alter. Ist doch ein Hirsch. Ins kleinste Loch, oder? Bruder, da passen mindestens noch 2 Autos, ein Zug und ein, keine Ahnung, komplettes Flugzeug rein, Bruder. Ins kleinste Loch, oder? Ja, scheißig. Bruder, und der fühlt sich noch richtig getriggert, Digga. Der rastet ja richtig aus. Der kocht komplett. Ja, aber ganz ehrlich, bei der Musik, die du hörst... wundert mich gar nichts mehr. Boah, ist der teuer. 3.440 Euro für den Vitra Hardshare. Heute nicht. Heute machen wir es mal harmlos und zwar für 1.490 Euro im Special of the Day. Also, zuschlagen lohnt sich. Ah, okay. 1.490 Euro, Mann. Ja klar, Bruder. Für 1.490 Euro nehme ich einfach gleich 10. Und jetzt mal Real Talk, Spaß beiseite, Digga. Würdest du mir das Ding für einen 10er verkaufen? Ich würde es nicht nehmen. Wohin soll ich das Ding stellen?
Designerstuhl, Bruder. Designerstuhl, Alter. Ich gehe in den Wald, Digga, hol mir 4 Äste, ein Brett und mach einen Designerstuhl draus. Ich mach mit Anfang 20, was du Mitte 40 auf dem Check von deinem Chef siehst. Komm im Nike Tech fließen. Nee, also wirklich, für mich wäre der Stuhl nichts, aber vielleicht für ihn. Ja, Mann, Digga. Nee, alles cool, weißt du, Alter. Alles cool, Bruder. Ich will mir einen neuen Mikrofonarm zulegen, weil mein Alter... Bei dem muss ich Angst haben, dass mir das Ding jede Sekunde auseinanderfällt. Und auf jeden Fall, ich bin einfach zu geizig, 40 Euro in die Hand zu nehmen und mir einen neuen Mikrofonarm zu kaufen. Und der Typ sitzt einfach bei einer Beachparty und bestellt sich so ein... Oder so ein Maybach, so als wäre es nichts. Boah, Leute, ich war auf der Gamescom, da hat einer so gefragt, kannst du meine Flasche spucken? Ganz normale Frage. Wäre ich nicht im Stress, hätte ich das gemacht. Ach so, ja, stimmt, stimmt, ja, der Stress. Bruder, der hätte doch diese Flasche auf eBay verkauft, keine Ahnung, für 1000 Euro. Aber no joke, das Beste an der Gamescom war wirklich, als ich mit so Leuten Bilder gemacht habe. Und versteht mich nicht falsch, Bilder machen ist richtig cool, Digga. Und auf einmal, ey, yo, krieg ich deinen Ring, Digga, ey, yo, krieg ich deine Uhr, ey, yo, krieg ich deine Haare. Bruder, und das Beste war einfach, krieg ich deine Unterhose. Ja, Mann, Alter, wirklich. Ich bin da den ganzen Tag rumgelaufen bei 30 Grad, Bruder. Ich habe geschwitzt bis zum geht nicht mehr. Die ganze Zeit rutscht mir meine Unterhose in meine Ritze rein. Ja. Zahlst du bar oder mit Karte? Naja, das war's auf jeden Fall wieder mit dem extravaganten Video. Ich wünsche euch heute noch einen angenehmen Friday, Saturday. Wiederholen, wiederholen, Alter, keinen Bock mehr, Digga. Endlich ist das Semester vorbei. Bleibt! Bleibt! Ja, wiederholen, wiederholen, Alter. Ich hab keinen Bock mehr, Digga. Eigentlich ist das so. Puh, bleibt! Bleibt! Digga, geht noch? Bruder, ich brauch noch zum Video schneiden.